Hallo, Freunde der Spiegeltour, nimmt er jetzt auf? Hallo? Hallo? Nein, er tut es wirklich. Es hat nur, weil ich musste die Festplatte, auf die ich normalerweise aufnehme, musste ich ausbauen und mitnehmen nach London, um State of Decay 2 darauf aufzunehmen, und dann hat die da nicht funktioniert. Aber jetzt bin ich wieder da und ich kann Dead in Wineland weiterspielen. Ich denke, wir waren insgesamt mit dem Tag durch. Ist irgendjemand super kritisch krank? Ich glaube nicht. Und da ich ja wieder so ganz toll am Ende des Zuges erst wieder gestoppt habe und gesagt habe, okay, machst du nächstes Mal weiter, muss ich jetzt erstmal Wasser umwandeln. Wassergebrauch 10%. Lazarett erhöhen bzw. reparieren. Ich habe übrigens heute den Ton des Mikrofons ein bisschen reduziert, weil ich die Kommentare bekommen habe, dass meine Stimme etwas seit der neuen Einstellung zu laut war. Hat man noch ein Gebiet offen? Nö. Soll ich mal mit dem Mädel einfach reden? Ich rede einfach mal mit dem wilden Mädel. Oh, du hast noch ein Level Up. Bergbau. Waldbau. Das sind Moment, das sind eigentlich Sachen. Damit hast du nichts zu tun. Machen wir mal einen Plus auf Erschöpfungsverringerung. So, wen lassen wir mit dir sprechen? Komm. Sprich mit ihr. Hallo? Bist du verletzt? Sie schaut dich weiter an und beobachtet jede deiner Bewegungen. Ihre Haltung sieht nicht bedrohlich aus, ihre Muskeln sind aber angespannt. Sie scheint für alles bereit zu sein. Ihre Hand umschließt fest den Griff ihrer groben Waffe. Rede weiter. Ich tue dir nichts. Wie heißt du? Sie scheint den Griff um ihre Waffe zu lockern, doch sie starrt dich weiterhin an und gibt keinen Ton von sich. Mach eine freundliche Geste. Du gehst in die Hocke und hebst die Hände, um dir deine leeren Handflächen zu zeigen. Ach, um ihr. Nach einer gefühlten Ewigkeit steckt sie ihre Keule in den Gürtel und steht auf. Lade sie ein, sich euch anzuschließen. Ich lasse dich in Ruhe. Oh, sie ist verschwunden? Nee, die sitzt da doch immer noch. Aber es war mir so klar, dass das jemand ist, der sich uns anschließen könnte. Dafür fehlt mir aber gerade das Holz. Zehn und fünf Seile müssen wir morgen machen. Dann können wir den Wald ausschlachten. Geh auf dein Zimmer und halt die Klappe. Bitte was? Ich hoffe, Björn kommt und tötet dich. Kari bricht in Tränen aus, schlägt die Tür zu und springt auf ihr Bett. Hm, Kari? Was ist hier los, Mädchen? Schluchzt, sie versteht mich nicht. Ich hasse sie. Sei still, Kind. Hm. Ich bin sicher, dass es bloß ein kleines Missverständnis ist. Was weißt du schon? Ich werde das Lager verlassen und alleine im Wald leben, ich schwöre es. Sag das nicht. Du bist jetzt wütend, aber ich bin sicher, dass du deine Familie tief im Inneren liebst. Deine Mutter will nur, dass du den nächsten Tag lebendig überlebst. Ich weiß, aber trotzdem. Wenn ich du wäre, würde ich mich bei ihr entschuldigen und sie ganz fest umarmen. Ja, vielleicht, aber nicht jetzt. Ich muss den Ärger rauslassen. Oh, sehr schön, Depressionslevel ist wieder zurückgegangen. Einmal 20 hoch, 20 zurück.
Und alle brauchen Wasser. Verdammt, habe ich das Feuer verbessert? Wieder hochgezogen. Ich bin etwas ermüdet heute. Zieh dir das rein. So gesättigt wart ihr schon lange nicht mehr. Die Liebe einer Tochter vorbei. Ah, gut, ich hatte das Feuer hochgezogen. Oh, ich glaube, es ist ein heißer Tag. Ja, trocken. Das ist nicht gut für unser Feld, wo wir im Moment nichts angepflanzt haben. Patient erforderlich. Wer hat denn noch eine chronische Krankheit? Du hattest, glaube ich, keine mehr. Die haben wir beseitigt. Ja. Du hast einfach nur ein blaues Auge, Durchfall. Und du bist noch chronisch krank, Kari. Deshalb würde ich dich gerne einmal leidenstechnisch behandeln lassen. Haben wir noch 8 Heilpflanzen. Du musst einmal bitte Wasser heute holen. Holz müssen wir auf jeden Fall holen und du kannst mal mit der Herstellung anfangen für die Erweiterung des Holzfällerlagers. Tja, aber wenn wir es so machen, fehlt jemand. Nee, du angelst erst. Dabei kommt einiges rum. Ja! Oh, was ein schönes... Das ist ein schönes Geschenk für Ich komme zurück aus London. Dass Kari endlich ihre chronische Krankheit nicht mehr hat. So, der Garten ist auch gepflügt, dann können wir wieder aussehen. Und du holst uns 9 Fisch. So, dann kannst du nämlich jetzt mit der Holzarbeit vorangehen. Und ich sehe zum ersten Mal seit langem nicht Hanf. 30 bis 40 pro Nacht. Wisst ihr, warum ich Weizen jetzt mache? Weil ich verrückt bin. Nein, zum einen brauchen wir keine Feuchtigkeit gerade vom Weizen. Und das brauchen wir für Bier. Wir haben nämlich recht wenig Bier im Moment. Nur ein Bier. Wie soll ich Depressionen heilen, wenn wir kein Bier haben? Fälle. Das sind die ganzen Kampfblues-Geschichten.
produziere eine Flasche. Irgendwas musst du ja machen. Kari, du gehst auf Erkundung. Jetzt hast du nur noch, ah ne, die chronische Sache ist noch da. Oh, verdammt. Egal, du musst einmal hier suchen. Du bist ja damit fertig. Dann ernte eben ein bisschen Obst, oder? Kochen 46. Was für einen Kochenwert hast du inzwischen? 54. Ja, mach du das hier. Und du erntest stattdessen das frische Obst. Jetzt bis 80 Feuer. Und ja, es hat alles recht viel Holz gekostet jetzt. Und es fehlt an Stein. Brauchen wir auch Neues. Kann sein, dass wir doch ein Fleisch haben. Ach, euch wird so gut gehen. Aber jetzt können wir ja zwei Leute zum Holzfällen schicken. Und da so ein bisschen Bonus rausholen. Ach, nur 4 Obst geholt. Weniger konnte es ja nicht werden. 5 Holz und Kari. Ach, du bist Level 6 geworden. Na komm, weiter. Kari durchsucht das Gebiet. Und Begegnung? Ja. Ach, wozu schicke ich die eigentlich auf Tarnmodus rein immer? Wenn die entdeckt wird. Eine Schildmaid hatten wir auch noch nicht als Gegner. Ich denke mal, die ist ähnlich der Blödewit. Sehr schön. 2x3 Schaden direkt. Und Fokus generieren. Solange die uns nicht direkt nach hinten schleudern. Ah ja, sie hat, was ist das? Ich glaube Schadensreduktionsbuff, ne? Ja. Krass buffen die sich. Oh. EP-Bonus haben die hier vorne nicht, ne? Ich schütze mich erstmal selbst. So, Schritt nach vorne und blocken mit Buff. Nicht blocken mit Buff, sondern machen wir das Sighting. Jetzt haben wir alle nach vorne gezogen. Deshalb kann ich mir den Fallregen erlauben auf alle drei Gegner in der ersten Reihe. Es war nicht so gut, wie ich gehofft habe.
warum hat die so viel Schaden bekommen? Und die hat schon Weiche ihm aus 25% bekommen gehabt. Du bleibst mal hinten. Kann ich mal irgendjemand von euch sterben? Es wäre so geil. Für manche Aktionen will ich nur ein AP brauchen. Kein Schaden. Dillililililil. So, töte mal bitte die Schildmaid. Danke. Und schütze dich selbst. Zwei bis fünf. Eins bis vier. Achso, der hat Schadensreduktion 1. Nicht Pfeilregen, dann lass uns einen Scharfschuss machen. Sehr schön, ist der auch weg. Dann lernen ausweichen. Nehmen wir den hier? Nee, den hier. Sehr schön, auch tot. Bitte hab wenigstens ein paar vernünftige Sachen, aber Bier wäre gut. Minus Erschöpfung, paar Fälle, Eisen, Stoff. Auch nicht so schlecht. Könnte, schlimmer sein. So, weit aufgedeckt. Und da ist ein singender Kerl. Ach, mit dem könnten wir wahrscheinlich auch interagieren, dass der mit ins Lager kommt. Dann brauchen wir aber immer 8 Wasser. Jeden Tag. Damit tun wir der Umwelt nicht gut. So, Eirik, was kannst du lernen? Angeln plus 10. Erfahrener Züchter, Forscherlehrling. Aber ich muss sagen, wir machen den zum Powerangler. Gott, schon 61. Ah, Moment. Hast du auch ein Level Up? Anscheinend, Moira. Unberechenbar, erfahrener Krieger, Genauigkeit plus 8, Gesundheit minus 1, Ruf des Charmes, Charisma, aber Mut.
minus 50% auf Erkundungs-LP, aber plus 100% auf Herstellungs-LP. Und das lassen wir mal machen, weil ich dir zurzeit immer mal hier an die Schmiede setze und sage, mach mal was, Moira. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und der Tag ist erstmal rum. Wie Depression, ich habe doch gar nichts gesagt. Arme Solvax, sie schämt sich so sehr, seit ihr Ehemann Moira geschlagen hat. Was soll ich tun? Es geht mich nichts an, aber trotzdem. Überzeuge sie, Knut zu verlassen. Nein. Immerhin. Wer bin ich, dass ich mich in ihre Angelegenheit einmische? Sie soll es selbst regeln nach all dem, was sie in all den Jahren mit ihm mitgemacht hat. Haben wir gerade eine Power-Depression bekommen? Weil der Tag so schön war. Naja, immerhin haben wir gutes Essen. Beziehungsweise wir haben mehr als genug Essen. So, wenn wir das jetzt jeden Tag schaffen, ordentliches Essen herzustellen, wird alles wieder gut. Sie hat Schwitzen für 4 Tage bekommen. Schön, ein ganz normaler sonniger Tag. Du bist sehr depressiv. Trinken ist auch keine Lösung. Trinken allein ist auch keine Lösung. Du bist auch sehr depressiv, aber wir haben nicht genug Bier. Deshalb Entspannungsmodus muss her. Guck mal, das können wir 9 bis 17 Holz auf einmal. Also, auf einmal ist vielleicht das falsche Wort. Jedenfalls am Morgen besorgen. Und beim Angeln schaffen wir auch 2 bis 12 Rohrfisch. Aber ist ja den ganzen anderen Sachen nicht gut. Ernten 32. Ich brauche noch ein bisschen Wasser. Ah ne, du machst, ne, du ruhst dich aus. Du hast 58. Auf dem Ruhe. Ach, wenn das so schön wäre, weißt du, wenn mein Körper so einfach Werte hätte, auf die ich achten muss. Aber nein, so einfach macht die Natur uns das nicht. So, wie viel kriege ich da weg? 36 ist ein guter Wert. 29 ist jetzt nicht das Beste, aber ist auch okay. Du holst ein bisschen Brauchwasser, dass das mit dem Lager ganz gut hinkommst. Du angelst mit 3 Ködern und 3 Köder reichen für 8 Fische. Das ist genug für unser Lager, dass jeder was zu essen bekommt.
So, jetzt könnt ihr beide mal eben mit dem Holzlager unterwegs sein. So. Schick mal dich auf Erkundung. Ist das überhaupt noch auf Tarnung eingestellt? Ich habe immer das Gefühl. Vor allem, warum geht die nach da ganz hinten? Warum erforscht die hier vorne nicht irgendwas? Warum gibt es hier keinen Spezialmodus wie Kahlschlag? Ja, plaudern allein macht auch nicht glücklich. Ah, Moment, wir machen es doch ein bisschen anders. Ja, du holst nochmal Brauchwasser. Für heute. Und wir schicken Kari doch erstmal nochmal hier ins Lager für Leiden senken. Plus 4% darauf, eine Krankheitseigenschaft wegzubekommen. Also, die hat ja immer noch ihre chronische Krankheit da. Das geht ja überhaupt nicht klar. Es muss ja langsam mal erledigt sein. Was sagt unser Garten? Der sagt, Feuchtigkeit war auch schon mal besser. Und jetzt beenden wir. So, bitte. Ja! Endlich sind deine Pusteln weg, Kari. Jetzt können wir dich vermitteln mit einem ordentlichen Mann. Mit einem ordentlichen Schwengel. Ich meine, mit einem ordentlichen Kolben. Damit er gut fürs Lager kämpfen kann. Wenn es denn zu Problemen kommt. Ah, und sie verkackt ausgerechnet ein... Ah ne, sie hat zwei schmackhafte gemacht, Entschuldigung. Ich habe dir Unrecht getan, meine Meisterköchin. So, du hast Level Up. Immobile Festung. Gartenbau-EP. Ne, da bist du nicht so gut drin, ne? Schnelle Hungerregeneration. Entschuldigung. Oh. So, bevor ich das wieder verkacke, mache ich jetzt, bevor ich den Break mache, schon mal das Feuer weiter erwärmen. Beziehungsweise Holz nachlegen wäre das Richtige. In dem Sinne, hier erstmal der Break. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit unseren Überlebenden in Dead in Wineland. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.